Moin Freunde, ich freue mich, euch heute an diesem schönen sonnigen Wintertag hier in der Panke vor den Toren Berlins begrüßen zu können. Ich möchte euch einladen zu einer Safari auf Eisvögel, Graureiher, Silberreiher. Es hat sein Gutes. Jetzt haben wir schon 3 Wochen lang Dauerfrost und die größeren Seen und Flüsse oftmals sind zugefroren. Dadurch ziehen sich diese Vögel hierher zu Panke, die immer noch eisfrei ist, und versuchen dort Nahrung zu finden. Und ein großes Glück. Und Gott sei Dank ist drumherum hier noch nicht gebaut worden. Hier ist noch offenes Feld, denn wahrscheinlich in ein paar Jahren wird man auch hier an die Panke nicht mehr rankommen. Und naja, so ist das Leben eben. Wollen wir mal nicht meckern. Wünsche euch jedenfalls viel Spaß. Hab gerade gesehen, hinter mir stehen 2 Kraniche. Quatsch, Kraniche. Reiher, Graureiher. Etwa 20 Meter weg. Leider hat der Wind meine Stimme teilweise weggeweht, sodass ich wohl schlecht zu verstehen war. Gerade als ich euch begrüßen wollte, zogen von Berlin kommt Kranich am Himmel. Deswegen hatte ich mich wohl versprochen. Seitdem die Winter bei uns milder geworden sind, bleiben ja viele Kraniche hier und fliegen nicht mehr in ihre Winterquartiere, zum Beispiel nach Spanien. Da bin ich aber 20 Meter hier dran und ich breche hier, aber ich werde wohl nicht weiter rangehen. Ich muss ja nicht unbedingt erschrecken. Und wer sagt's denn? Den Kranich hätte ich bald übersehen. Ein Rabe schimpft vom Baum auf Arabisch, was ich hier eigentlich zu suchen habe. Zum ersten Mal überhaupt habe ich hier an der Panke Seidenreiher beobachtet. Ein Zeichen dafür, dass sie wohl auch ums Überleben kämpfen müssen. Sonst würden sie sich nicht so dicht in die Nähe der menschlichen Siedlungen wagen und in den Bächen nach Futter suchen. Als ich noch zur Schule ging, führte mich der Schulweg immer an der Panke entlang. Oft kam ich nach der Schule zu spät nach Haus, weil ich die Stechlinge und die Stabwanzen, Süßwasserpolypen und all das andere Wassergetier beobachten musste. Dann gab es eine Zeit, wo die Panke nur eine stinkende Kloake war. Angeblich hatten die Russen damals ihre Abwässer reingeleitet. Jetzt scheint der Bach sich wiederholt zu haben. Nur dort, wo er an Brandenburgs größtem Schulkomplex vorbeiführt, ähnelt er teilweise einer Müllhalde. Aber ich möchte hier nicht die Jugend nur zur Verantwortung ziehen. Es wird ihnen ja von den Erwachsenen vorgemacht. Ja, und da ist er, der Eisvogel. Trotzdem er so bunt ist, wird er von den Menschen, die hier mit ihren Hunden vorbeilaufen, übersehen. Sie fragen mich oft, was ich hier fotografiere. Aber der Eisvogel hat sich an die Menschen und Hunde schon gewöhnt und lässt sich bei seiner Jagd auf Stichlinge kaum noch stören. Das Schwein gehabt. Jetzt kommen die Leute an. Wäre nicht geworden. Ja, und der guckt sich sein Eisvogel im Smartphone an. Ein Glück, dass es solche Leute gibt. Stell dir mal vor, die wollen alle fotografieren. Oder alle wollen rennen.
Eine Ringeltaube beobachtet von ganz oben das Treiben. Und Rotkehlchen und Kleiber warten schon sehnsüchtig auf den Frühling, wie wir Menschen.